Kameras laufen. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Abendhörer. Mein Name ist Marius und ich zeige euch heute einen tollen Trick, wie man mit den Tasten 1, 2, 3, 4 die Spuren 1, 2, 3, 4 an- und abwählt. Marius, yeah! Ja, wir sitzen seit 6 Wochen hier und machen Shortcut Samstag, deswegen sind wir ein bisschen durchgedreht. Jeden Tag, jede Nacht. Aber immerhin haben wir uns inzwischen mal neue Klamotten angezogen. Okay, warum ist das relevant? Warum brauche ich die Spuren 1, 2, 3, 4 und so weiter ich und so fort? Darf ich? Joscha, bitte. Also, hallo Zuschauer, da bist du. Wenn man die Tastenkombination von dem da benutzt, dann sind die immer nur auf der angewählten Spur aktiv. Wenn man aber in einem anderen Clip arbeiten möchte, der auf einer anderen Spur ist, dann muss man die Spur anwählen. Und das heißt, man müsste eigentlich zur Maus greifen. Und da hat jetzt Magic Marius eine Lösung für gefunden. Side-Info, Magic Marius oder Magic Mario war tatsächlich mein MySpace-Name für eine Zeit lang, als das so irgendwie in war. Ja, wenn wir zum Beispiel hier gucken, bei diesem wunderschönen Frame vom Joscha, sind jetzt hier links nur die Spuren V1 Video 1 und A1 Audio 1 angewählt. Sprich, mit der Taste D, auf die ich nochmal verweise, wähle ich nur diese Spur an. Wenn ich jetzt aber sage, ich brauche die Spur 2 oder die Spur 3, müsste ich jetzt mit der Maus hingehen und auswählen. Das ist natürlich bekloppt. Deswegen habe ich mir das auf die Tasten 1, 2, 3, 4 und so weiter gelegt. Das heißt, die Taste 1 aktiviert und deaktiviert Spur 1, Taste 2, die Spur 2, Taste 3, die Spur 3. Sag mal, können wir so eine Mischung aus diesem Unreal Tournament, Monster Girl und so einem Showpublikum einblenden? Also ab jetzt? Wenn du schneidest, gerne. Für die Audiospuren habe ich mir das ähnlich gemacht, nur mit Shift dazu. Das heißt, Shift 1 macht Audiospur 1, Shift 2 Audiospur 2, Shift 3 Audiospur 3. Ihr könnt das in den Keyboard-Shortcuts natürlich so einrichten, wie ihr es braucht. Wenn ihr 9 Spuren habt, dann macht die Tasten 1 bis 9. Ich brauche meistens nicht mehr als 3, deswegen reicht mir das. Ich muss dazu sagen, das hat eine Downside, eine traurige. Und zwar, wenn man eine Multicam-Sequenz hat, bei dem man ja normalerweise mit den Tasten 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort die Kameras auswählen kann. Kriegt man Coronavirus. Das klappt dann leider nicht mehr. Ich habe mir einen kleinen Workaround gemacht und zwar in meinen Keyboard-Shortcuts habe ich einfach 2 Presets. Sprich, ich habe einen Marius 01 und einen Marius Multicam. Und in Marius Multicam sind die Tasten einfach wieder für Multicam. Clever, ich weiß. Das könnt ihr machen, indem ihr was einrichtet und dann hier Save As und dann einfach so, wie ihr es selber benötigt. Das wird wirklich im... Safe Ass, sichere Arbeit. Sehr schön. Im Laufe der Zeit, wenn man wirklich anfängt, die Maus endlich wegzulassen, dann ist das total schnell und simpel. Und die Tasten 1, 2, 3 hat man auch wirklich schnell gedrückt. Sprich, was ich mich jetzt aber ganz ehrlich frage, ist, wie schaffst du es denn, mit den Tastenkombinationen zu arbeiten, blind? Also geht das überhaupt oder glotzt du die ganze Zeit auf dein Keyboard? Ich glotze nicht auf mein Keyboard, nein. Aber fühlst du das, wo 1, 2, 3, 4 sind? Also normale Menschen schreiben ja auch blind. Ihr müsst, also Joscha, Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber Joscha hat so ein bisschen das Adlersystem beim Schreiben. Und das Adlersystem. Und jedes Mal sind trotzdem 1000 Fehler mit drin, das ist ganz schlimm. Also jetzt reicht aber, ja. Also wenn man mich mal in Ruhe schreiben lässt, dann schreibe ich ganz schnell. Ganz schnell. Nee, aber tatsächlich mache ich das blind. Also behaupte ich jetzt einfach mal, ich muss nicht auf meinen Ich muss nicht auf mein Keyboard glotzen. Leute, das ist eine sehr alberne Folge, aber ein sehr wichtiger Tipp, weil man, wie gesagt, sehr schnell damit arbeiten kann. Das muss sich ein bisschen dran gewöhnen, gebe ich zu, aber die Arbeitsersparnis oder die Zeitersparnis, wenn man es mal drauf hat, ist einfach freaking enorm. Das war die Folge 1 von Arbeit mit mehreren Spuren. Es gibt noch ein bisschen mehr, ein paar Twists dazu, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Ich würde natürlich wie immer gerne wissen, wer von euch das wusste, wer von euch das schon benutzt hat und wer nicht. Dann gefälligst den Daumen nach oben da lassen, auch sonst. Den Daumen nach oben da lassen, ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Abonnieren, Making-ofs anschauen, alles Mögliche und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und ich sage, vielen Dank und bis dahin. Ciao.